da, du bist der Neue von letzter Woche, ne? Das Ziel des Bronzekurses ist, dass die Kinder den Startsprung können, 2 Meter tief tauchen, 8 Bahnen schwimmen und Ansätze vom Rückenschwimmen erlernen. Okay, Mia, und du bist da hinten fliegen, wie ein kleiner Vogel. Meine Schwester war erstmal beim Schwimmen und dann wollte ich auch mal schwimmen gehen, weil Schwimmen mir Spaß macht. Also als erstes schwimmen wir erstmal 2-mal im Bus. Ja, das ist nicht schlimm. Finger zusammen und du schwimmst anständig. Dann machen wir Rückenschwimmen. Okay. Die Paula legt ihren Kopf wieder drauf, dann klappt dir das besser, ne? Nee, du nicht. Du nimmst das. Das ist aber nicht so schlimm, oder? So. Und jetzt mit dem Fußsprung reinspringen. Genau. Dann lernen wir den Startsprung. Wir müssen noch den Startsprung von oben auch schaffen. Beim Startsprung möchte ich bitte, dass ihr darauf achtet, dass die Arme nach vorne gestreckt sind, als wenn wir ein Brett nehmen. Und die Ohren kleben wie an die Oberarme. So. Und dann muss der Arm zuerst reingehen. Genau. Und die Nasenspitze geht nämlich so automatisch auch direkt rein. Schaffen wir. So schön wie beim letzten Mal. Super! Beim nächsten Mal ein bisschen abstupsen. Am liebsten mag ich die Stufe, weil man da immer die Ringe holen kann. Ihr wisst, wir müssen 2 Meter schaffen. Wie Mia. Warte, wir müssen warten, bis der Tauchring auch taucht. Und los wieder. Klasse. 2 Meter. Ich möchte Rettungsschwimmerin werden. Ich finde das schön, dass man Leuten helfen kann. Die schönsten Momente sind, wenn Kinder hinter ihr Abzeichen haben und strahlend das im Vereinsraum abholen mit dem Stempel und das der Oma zeigen. Oma, guck mal, was ich geschafft habe. Mein nächstes Ziel ist, das Silberabzeichen zu holen, weil das dann schön ist und weil wir dann immer ein Freier mit Mama und Papa.